Mein heutiger Gast war 40 Jahre für einen Blick als rasender Reporter unterwegs. Entstanden sind über 6'000 Berichte und natürlich unzählige Fotos. Einige davon sind sogar um die ganze Welt. Es freut mich, erzählt er von seinen turbulenten Jahren als Paparazzi. Herzlich willkommen, Josef Riedler. Wir kennen uns, Seppi, auch ich darf Seppi sagen. Wir haben eine Zeit lang sogar zusammengearbeitet. So ist es. Das gehen wir dann vielleicht später noch ein bisschen ein. Okay. Seppi, wenn du so ein bisschen zurückdenkst an deinen ersten Arbeitstag beim Blick, was hätte ich dort erwartet? Ja, ich bin über eine Geschichte zum Blick gekommen. Die Armee hat früher Expo Lausanne einen Film gedreht. Man hat ausländische Kameraleute beizogen. Das war ein riesiger Skandal, weil die in geheimen Redui dürfen filmen. Und unsere Kameraleute sind gar nicht gefragt worden. Und der Blick hat x Geschichten gebracht, ohne Bilder. Und ich bin zufälligerweise an einem Dreh Ort angekommen, wo sie dann eben den Film gedreht haben. Und so, die Bilder hat den Blick bekommen. Und am anderen Tag hat der Chefredakteur angerufen, ob ich nicht für einen Blick arbeiten wollte. So bin ich zum Blick gekommen. Du hast aber dann, wo du das so in deinem Umfeld erzählt hast, nicht wirklich Begeisterung ausgelöst. Im Gegenteil, da haben ein Haufen Leute gefunden, um Himmels Willen, mach das ja auch nicht. Ja, so ist es. Also, damals hatte ja der Blick einen schlechten Namen gehabt. Man hat teilweise Bern auf dem Bundesplatz verbrannt. Man hatte keine Erfahrung mit Boulevardjournalismus und hat nicht gewusst, was das soll. Und jetzt kommt da so ein frecher Blick. Und ich habe dann wegen dem meine Frau gefragt, meinen Vater, meine Familie und so weiter, Freunde. Und die haben alle gesagt, ja, nicht zu dem Blick. Es ist sogar ein Lehrer ist von Luzern, also von Brieg. Ich bin am Wallis aufgewachsen. Auf Luzern kommt und hat mir gesagt, du gehst ja nicht zu dem Blick. Und das hat mich angespornt. Und dann hat die Frau gesagt, ein Jahr darfst du ja machen. Aus dem Jahr sind 40 geworden. Also unwahrscheinlich. Du hast mir ein lustiges Beispiel auch gesagt, wenn man nämlich den Blick an den Kiosk posten wollte. Dann hat man, was für ein Codewort müssen sagen, dass nicht alle gerade gewusst haben, dass man ihn hat. Die älteren Leute wissen das nur. Man hat einfach gesagt, NZZ mit. Und dann hat der Kioskfrau den Blick in die NZZ versteckt und so verkauft. Das ist noch ein paar Jahre gegangen, so, bis man dann zugeht und man hat ihn gelesen. Ja. Du hast dann wirklich gestartet als, ich glaube, man dürfte das so sagen, rasender Reporter. Eben aus einem Jahr sind 40 Jahre geworden. Am Anfang war es aber nicht ganz so ein einfacher Start. Du hast gesagt, du hast zum Teil sogar Morddrohungen und so weiter bekommen. Ja, wir haben Probleme gehabt, teilweise mit den Leuten. Wenn wir irgendwo auftaucht sind, haben die Leute gesagt, wir sagen nichts. Im Blick sagen wir schon gar nichts. Das hat uns natürlich angespornt. Geschichten und Informationen auf einem anderen Weg herzubringen, damit man durch das bessere Geschichten hatte. Ich habe dann auch, Pneu verstochen und das Auto verkratzt. Und das war nicht einfach, aber ja, man hat es genug, wie es war. Bereut hast du es nie, dass der Start gewogt hast? Im Gegenteil. Und ich hatte, weil der Blick hat ja auch teilweise mit den ausländischen Verlagen zusammengearbeitet. Und wenn irgendetwas passiert ist, im Ausland oder so, durfte ich dann auch ausrücken. Oder wenn ein Engländer in der Schweiz etwas gepostet hat, dann sind die Kollegen von England gekommen, sind dann auf der Redaktion. Wir mussten dann zuliefern und so. Und das war faszinierend. Also, das ist ganz eine andere Welt aufgegangen. Ja, die Welt nimmt uns natürlich ein bisschen Wunder. Du bist eigentlich immer auf Abruf gewesen, dürfen wir so sagen. Ja. Immer erreichbar. Immer. Wie um Himmels Willen ist man damals immer erreichbar gewesen, ohne Natel, ohne das hat's alles Telefongriff nicht bereit? Man hat einfach, wenn ich in anderen Mat oben war und mit einem Bericht mit dem Film auf Zürich gefahren bin, haben wir dann so Piepser gehabt, die haben wir dann schon gehabt, teilweise. Und dann bin ich an der nächsten Telefonzelle auf der Redaktion angerufen, was ist? Ist irgendwo sonst noch etwas? Wo bist du? Haben sie dann gefragt. Er hat gesagt, jetzt bin ich wieder hinter der Kolonne. Jetzt muss ich wieder vorne fahren. Wenn ich bin Skifahren vom Titlis, habe ich dann dem Wirt auf dem Stand oben gesagt, kann man das Telefon für mich und durch das Lindtuch zum Fenster raushängen, damit ich es von der Piste aus sehe, dass ich sofort wieder anrufen kann. Ist das manchmal auch ein bisschen nervig? Nein. Immer so auf Abruf? Das war faszinierend. So immer erreichbar. Ich habe nie Stress empfunden. Im Gegenteil. Wie mehr das geklopft und tätscht hat,
in Wöhler war mir. Oder? Du hast eigentlich fast ein bisschen in deinem Auto gelebt, kann man das so sagen? Nein, das schon nicht. Aber im Auto hatte ich natürlich viel Material. Also ich hatte kleine Ski drin, ich hatte einen Regenschutz, also für die Berge zu gehen. Sofort umzuziehen, ich bin immer mit den Krawatten ausgerückt. Und dann, wenn ich eine Lawine haben musste, habe ich schnell Denüfets gemacht, wie wir es in der Armee gelernt haben. Und es ist alles gut gegangen. Ja, und so ist manchmal, also du hast mir zum Beispiel eine Anekdote erzählt, wo du hast wollen, die Post leeren im Postfach, bist ja einfach erst eine Woche später wieder heimgekommen. Ja. Also deine Frau und deine Familie mussten immer damit rechnen, als so ein Zeitchen wieder auf dich zu verzichten. Das sind acht Pfadi sind in der Ätzlehütte vermisst gewesen, in Bristen oben. Eine Woche hat man nicht gewusst, ob die noch leben. Und dann bin ich morgen das Postfach leeren und dann ist die Meldung. Der Pöstler, respektive die Pöstlerin, hat das Telefon bekommen von meiner Frau und hat gesagt, Sepp, du musst sofort daheim anrufen. Dann bin ich nachher auf das Bristen und nachher auf Sedrun, wo man nachher die Kinder, die sie gefunden hat, unbehelligt abgeflogen hat mit dem Heli. Da bin ich eine ganze Woche weg. Ja. Dann macht man das einfach so. Du hast vorher gesagt, dass du alles im Auto gehabt hast. Ja. Du hast aber auch noch etwas spezielles Requisit im Auto gehabt, immer. Und zwar ein Leintuch. Ja. Was hat es mit dem Leintuch auf sich? Ja, ich bin ja früher, wo wir ja keine Informationen hatten von der Polizei, dass man jetzt etwas, dass irgendetwas passiert ist. Wir haben ja immer nur Kommuniqué bekommen. Das war ja nachher immer gewesen. Habe ich natürlich überall Visitenkärtchen verteilt und den Leuten gesagt, wenn sie da tätschen, müssen sie mir anrufen. Und dann bin ich sehr viel vor der Polizei an Unfallstellen angekommen. Und wenn es Leichen hatte, habe ich nie Leichen fotografiert. Ich habe einfach das Leintuch drüber gelegt, meine Bilder gemacht und bin gegangen. Wie schwer ist dir das auch gefallen, das zum Teil anzuschauen? Ja, man arbeitet eigentlich wie die Feuerwehr oder die Polizei. Man tut die Arbeit machen, man konzentriert sich auf die Arbeit. Und erst wenn man alles abgeliefert hat, dann kommen die Emotionen. Hast du manchmal auch zuerst noch erste Hilfe leisten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, viel. Ja, ja. Gibt es ein Erlebnis, wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst, wo dir besonders neu gegangen ist oder so vielleicht auch nie mehr wirst vergessen? Von all diesen 6'000 Pflichten, die du gemacht hast. Ja, es ist noch schwierig. Es ist, also vor allem, wenn es um Kind gegangen ist. Wenn Kinder sind beteiligt waren, dann ist das einem schon neu gegangen. Und ja, grosse Geschichten hat natürlich so viel erlebt. Das ist noch schwierig. Oder? Also ich habe eine Expedition geleitet auf den Kilimanjaro mit dem Motti Hofstetter, dem Deltasegler. Ältere Leute wissen das noch, die kennen den noch. Oder den Papst besucht. Oder eben so die Geschichte da mit dem Bahnhofbrand oder mit dem Brand von der Kappelbrücke und auch der Überfall auf die Regiobank. Ja, also ich möchte noch ganz schnell beim Bahnhofbrand bleiben. Ja. Bist du auch relativ früh nämlich vor Ort gewesen? Es hat ja noch nicht so gross brennt, oder? Wir haben früher den Bahnhof Schül gegeben. Das war einer, der hat alles gewusst. Der hat Zeitungen verkauft vor dem Bahnhof und der hat immer alles gewusst. Die Leute sind ihm die Herzen leeren und haben ihm alles erzählt. Und der hat mir angerufen und gesagt, du kommst, Sepp, der Bahnhof brennt. Und ich habe gesagt, gibt es dir eigentlich? Wie hast du jetzt gestern Abend wieder zu viel getrunken? Und gesagt, nein, komm. Dann bin ich gegangen und sah den Bahnhof brennen. Und es war keine Polizei herum, nichts, keine Feuerwehr. Also hat das einfach ein bisschen geräuchelt? Nein, nein, oder hat es schon wirklich gebrannt? Also starke Rauchwolken, es sind oben raus. Dort hat man nichts gesehen. Ich bin so von dir. Also ist ein Führermarsch zu laufen gekommen. Dann habe ich gesagt, kannst du mir bitte den Helm geben? Dann hat er mir den Helm gegeben, ich bin da nie. Und dann sind die Gäste sind noch im Restaurant, im Bahnhof Buffet. Und am Schalter haben andere Leute haben Billett gekauft und so. Und dann bin ich da nie und habe mal all das fotografiert, bis einer brüllt, es brennt raus. Und dann ist er losgegangen und ich habe einfach noch weiter fotografiert, bis ein Feuerwehrmann kam und gesagt hat, setzt dann jemanden raus, sonst wird es gefährlich. Also und schon sind die ersten Träger oben runtergekommen. Ja. Ja. Und dann bist du raus und hast und von aussen mal gesehen, was du ausmachst. Ist alles abgesperrt, die Polizei, Feuerwehr ist da, eine riesige Menschenmenge war dann da draussen. Ja. Also das Erlebnis wahrscheinlich, das man nicht so schnell wieder vergisst. Ja, vor allem, weil ich den Bahnhof sehr gerne hatte. Also da die das grosse Wandbild, da, der grosse Saal, da hat es Guckenmusiker haben immer da Fasnacht eröffnet. Das hat tönt. Und das Bahnhof Buffet auch. Es ist schade, so schade.
nicht mehr ganz gleich wie damals natürlich. Ja. Das Pressebild vom Jahr hast du noch angesprochen, ja. 1997, der Bankräuber, ja, den du in Unterhosen hast können fotografieren. Ja. Wie ist das vor sich gegangen? Du bist der Einzige, der ihn so verwünscht hat in dieser Situation. Nein, es haben andere, die haben das Bild auch noch können machen, aber von einer anderen Seite her, oder? Also es war ja so, wir hatten da schon die Piepser, wo die Polizei uns gesagt hat, es ist etwas passiert, Banküberfall. Mit diesen Haufen Kolleginnen und Kollegen sind hergefahren. Und wir haben angefangen zu fotografieren und die Polizei uns zusammengenommen und gesagt, wir sollen sofort verreisen, weil wir wissen nicht, ob der zum Haus raus schießt. Das wäre gefährlich. Und ich habe nachher dem Pressesprecher von der Polizei, der Koch, gesagt, wir gehen schon, aber wir wären froh, wenn wir vorher, bevor wir ihn rausbringen, dass wir Bescheid bekommen, dass wir uns postieren können. Und so ist es dann auch passiert. Und ich habe vernommen von einem, dass er eben bei der rechten Tür rauskommt, nicht bei der linken. Und alle sind vor der linken gestanden, neben mich. Als es losgegangen ist, habe ich mich verschoben. Da ist das Bild entstanden. Also und wahrscheinlich einfach so auch Tricks, die du da immer wieder auf Lager natürlich gehabt hast. Ist es auch ein Kick gewesen, zum Teil eben das perfekte Bild oder das einzige Bild dann auch können zu machen? Ja, das ist schon so. Ich habe immer wollen, auch wenn der Haufen Kollegen sind rum, immer etwas Spezielles machen. Das hat dazu geführt, dass ich teilweise am Vortag, wenn irgendwo etwas eröffnet worden ist, bin ich rekognoszieren, bin ich schauen, wo kommt das Licht her, wo kann ich am besten stehen und so weiter. Und Testbilder gemacht habe, die noch entwickelt habe und geschaut, das passt mir nicht. Und nachher am Tag selber, wo die Geschichte passiert ist, habe ich natürlich das Bild gehabt, das die anderen auch nicht hatten. Also und das hat man natürlich schon mit der Zeit gemerkt, dass wenn du etwas Besonderes willst, von einem Anlass gesehen willst, musst du einfach den Blick kaufen. Oder eben damit dem Blick gut auskommen, oder? Wie man dir ja zum Teil auch gesagt hat. Das Entwickeln ist ein gutes Stichwort. Du bist natürlich viel auch im Hotel im Ausland unterwegs gewesen und hast deine Fotos dort auch selber entwickelt. Ja. Und zwar über den Badewanne. Nein, also wir haben ja, es hat ja noch kein Atel gegeben. Die Satelliten hat es teilweise auch nicht gegeben. Ich hatte immer zwei Blechkoffer gehabt, und da hatte ich das Labor drin. Und das hatte ich immer bei mir im Auto. Und dann, wenn ich irgendwo am Ort war, auch im Ausland vor allem auch, dann bin ich in ein Hotelzimmer, in der Toilette, habe ich mich eingeschlossen, lichtdicht geschlossen, einen Raum, habe in der Badwanne den Film entwickelt und auf dem Klo vergrößert. Und nachher über das Telefon hat man dann schon können, übermitteln. Also du hast das Telefon auseinandergeschraubt und das Gerät ja, ich hatte einen Haufen Bananenstecker und Schraubzieher. Gerade in Amerika war es schon schwierig mit diesem Telefon. Aber es ist immer gegangen. Ja. Das ist das Übermitteln, ist das eine per Telefon. Da hat es natürlich aber auch viele Fotos und Berichte gegeben, die man dann per Post übermittelt hat. Und da hat es eine ganz spezielle Postsendung gegeben, nämlich die R-Sendung, die sogenannte. Ja. Wie hat das genau funktioniert? Also, das war eigentlich der schnellste Weg überhaupt, oder? In der Redaktion. In der Schweiz. Ja. Im Ausland habe ich Film meistens nur einen Swissair-Pilot gegeben, der auf Zürich geflogen ist. In der Schweiz haben wir die R-Sendung gehabt. Also wenn das auf der Post kann ich sagen, ich wollte jetzt ein R. Dann haben sie den R draufgeklebt und dann haben wir noch 50 Rappen speziell müssen zahlen. Hat dann das Paket bekommen, die Tüte mit dem Film, und ist selber auf den Zug und hat das dem Kondukteur in die Hand gedrückt. Oder es hatte so Kabäuschen früher in diesen Wegen. Es hat einfach ein Kabäuschen eingelegt. Und in Zürich, also beim Empfänger, da ist extra einer hergegangen und hat es zum Wagen rausgenommen. Das waren die R-Sendungen. Das war der schnellste Weg, weil man ja gewusst, wenn es zugeht. Na ja, genau. Das hat dann wirklich direkt natürlich ja, so auch funktioniert. Du hast natürlich nicht nur gefötelt, sondern du hast direkt die ganzen Berichte auch geschrieben. Ja. Du bist eigentlich fast ein bisschen ein moderner Redakteur auch für einen Blick. Ist das so? Ich habe beides gemacht. Und darum haben sie mich dann etwa die an den Ort geschickt, wo zwei wäre aufgefallen. Und das war natürlich der Vorteil gewesen, natürlich. Aber das Fotografieren war schon das, was dich eigentlich von Anfang an wahnsinnig fasziniert hat, schon als kleiner Bub natürlich. magst du dich noch erinnern an deine erste Fotokamera? Ja, sehr gut. Meine Mütter, jetzt tue ich Walliser-Deutsch reden, meine Mütter hat gesagt,
Als ich gesagt habe, ich wollte gerne eine Fotokamera, hat meine Mutter gesagt, nein, das ist viel zu teuer. Wir haben nicht viel Geld und du kannst, ich verbiete dir, eine Fotokamera zu kaufen. Und dann habe ich eine aus Deutschland bestellt, Postlagen, dass das der Pöstler nicht heimbringt und die Mutter das nicht merkt. Und dann bin ich die geholt und dann bin ich neben draussen in einem Wald, Gebrauchsanweisungen gelesen und so weiter und angefangen zu fotografieren. Und Film habe ich auf Deutschland geschickt, auf Stuttgart. Die sind dann entwickelt worden und die Bilder sind dann wieder zurückgekommen. Ich habe mich nicht getraut, die Bilder im Wallis zu vergrässern. Sonst hätte der meine Mutter das vernommen. Und so. Und dann habe ich aber auch für den Walliser Boot geschrieben und fotografiert. Und als das erste Bild im Walliser Boot war, bin ich ganz stolz zur Mutter gegangen und gesagt, schau Mama, siehst du das Foto? Das ist von mir. Und dann mein Text, da hat ich gefragt, wie hast du das gemacht? Dann gesagt, ich habe eine Kamera gekauft, obwohl du mir das verboten hast. Und mit dem habe ich es gemacht. Da war sie ganz stolz gewesen, hat das dem Papa auch noch gesagt. Und beide haben gesagt, jawohl, das ist gut, hast du das so gemacht. Also kein Donnerwetter gegeben, wie sonst vielleicht befürchtet. Nein. Also clever eingefädelt. Du hast dann auch wirklich eine Fotografenlehre gemacht und bist eigentlich da, also im Raum Luzern der Mister Schulfotograf fast ein bisschen. Ja, das war das Fotohaus Pelikan. Und alle Zuschauerinnen und Zuschauer älteren Datums, wenn sie die alten Gruppenfotos gehen, schauen von der Schule, und sind das alle die, die wir dann gemacht haben von dem Fotohaus Pelikan. Also da tausende von Schulfotos und Porträts gemacht. Ja. Damals. Wie du eben zum Blick gekommen bist, über das haben wir geredet. Ich möchte gerne noch schnell so ein bisschen aufs Menschliche sprechen kommen. Mhm. Jetzt gerade als Journalist muss man ja besonders in der Lage sein, auf die Leute eingehen können, sie auch dazu bringen, dass sie einem natürlich Geschichten erzählen. Wie hast du das geschafft? Wie hast du das Vertrauen trotz Blick geschafft, von den Leuten überzukommen? Ja, ich habe jeden Interviewpartner habe ich mal ernst genommen als Mensch. Und ich habe probiert, die gleiche Wellenlänge zu herstellen. Bevor ich dann meine Fragen losgelassen habe, habe ich zuerst einmal vielfach im Vorfeld in der Familie rundherum recherchiert. Was ist das für ein Interviewpartner? Und so. Und in einem Fall weiss ich, hat einer nie gesagt, er sage gar nichts. Und so. Ich hatte aber gewusst, dass dem seine Tochter in London studiert. Und das Erste, was ich gefragt habe und getroffen habe, wie geht es ihrer Tochter in London? Und dann war der so perplex, dass er gesagt hat, wohl, jetzt könnte ich eigentlich erzählen, was ich müsste. Also die Leute auch wirklich immer wieder ein bisschen verblüffen. Ja, ja. Du bist dann früh pensioniert worden vom Blick. Gewisse haben das sogar fast ein bisschen als Rauswurf interpretiert. Wie ist das bei dir angekommen? Es ist nicht so gewesen. Man hat einfach in diesem Jahr hat man alle Aussenredaktionen hat man aufgelöst, außer zwei. Eine im Tessin und die in Olten, Aarau. Die sind geblieben, aber alle in St. Gallen, Genf, Bern. So, die hat man alle aufgelöst. Und ich habe dann noch... Also es haben dann... viele Zeitungen darüber geschrieben. Und ich habe das nicht so empfunden. Als das bekannt wurde, habe ich innerhalb von zwei Tagen habe ich 20 Angebote gehabt, irgendwo etwas zu machen. Und so. Und eines der Angebote war eben auch der Ernst Meyer, der damalige Chefredakteur vom Teletel, der mir mal gesagt hat, zusammen im Filmpalast, weil das nicht zu uns kam. Und so bist du eigentlich der älteste VJ geworden von der Schweiz. Von der Schweiz, ja. Und hast dann auch mehrere Jahre auch für das Teletel berichtet. Ja, so ist es. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da gewesen bist. Ich und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und so viel Freude. Du bist ja immer noch als Journalist zum Teil tätig für andere Formate. Und ich glaube, einer ist Journalist, immer Journalist, oder? So ist es, genau. Neugierig bis an Tubakana. Genau, danke vielmals. Bitte schön. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Wir wünschen ein tolles Wochenende. Ade miteinander.